Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von For Wir sind Honor Folge angekommen, 12. um den Abschaum unseres Volkes auszumerzen. Sie sind auf dem Rückzug! Der Sieg ist nah! Brennen wir das Tor nieder! Das Tor nieder! Brennt hier alles nieder! Das Tor! Zündet es an! Lasst sie büßen! Essen! Sag ich doch! Komm! Genau deshalb sind wir hier! Ah! Suchen wir den Rest! Für unser Volk! Sie hatten die Nahrung ihres eigenen. Nicht blockierter blockbarer Zonenangriff. Plünderer können eine Kette abbrechen und stattdessen einen nicht blockbaren Zonenangriff ausführen. Nicht blockbare Angriffe können, wie der Name schon sagt, nicht geblockt werden. Wir waren hier, um sie zurückzuholen. Verbrennt alles Brennbare! Außer den Vorhaben! Passt darauf auf! Der Proviant bedeutet Leben für unser Volk! Beschützt ihn! Der hatte recht! Es gab Vorräte hier! Sie ziehen sich zurück! Ihr müsst nicht sterben! Ergebt euch! Ein bisschen Blut? Ihr könnt nicht sterben! Ihr müsst nicht sterben! Plünderer wäre vielleicht gnädiger gewesen. Das sind nicht unsere Leute! Schließt euch uns an, Wikinger! Schaut sie aus! Das gehört jetzt uns!
Nicht aufgemacht, nicht getroffen. Wer macht das? Wir passen drauf auf. Das Blatt hat sich gewendet. Was sollen wir tun? Ich hol trotzdem. Ihre Schmiedekunst mag nicht so ausgefeilt sein wie die unsere. Trotzdem sind sie ein unglaublich einfallsreiches Volk. Es wäre gefährlich, ihren Erfindergeist zu unterschätzen. Wieder! Ich kam nicht nur wegen des Proviants, ich kam auch wegen Ragnar. Es erfordert eine ganz besondere Art des Größenwahns, zu essen, zu trinken. Wer ist... Was geht da draußen vor sich? Stell dich! Ha! Na dann komm rein! Genau dafür war ich gekommen. Kriegsblut! Lassen. Stirbst du nicht!
das war nice. Was hast du dir gedacht? Du feierst, während die Leute um dich herum verhungern! Du und deine Krieger werdet lernen zu leben wie der Rest von uns! Oder ihr werdet Futter für die Krähen! Sei nicht töricht! Bitte mich doch gleich aufs Feld zu den Bauern! Wir sind Wikinger! Das heißt also nein? Valhalla! Hast du hier jetzt das Sagen? Schließt euch an. Wir folgen euch. Sie machten nicht allzu viel her, aber es war ein Anfang. Im Hintergrund. Der Kriegsblut-Clan wuchs. Schon bald, viel schneller als ich vermutet hatte, gab es nur noch zwei Kriegsfürsten in Falkenheim. Den Plünderer und eine boshafte Mörderin namens Sif. Da viele Anführer des Kriegsblut-Clans als Geiseln gehalten wurden, war der Konflikt unausweichlich. Wikinger Diplomatie. Der Plünderer kämpft gegen die blutrünstige Kriegerin Gixerin Sif und um versklagte Wikinger des Kriegsblutclans zu befreien. Sifs Werk. Das ist barbarisch. Du hast auch schon Scalps genommen. Das zählt nicht. Dann warten wir auf dein Zeichen. Das machen wir dann in der nächsten Folge.